Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend hier im Deutschen Bergbaumuseum zur Verleihung des Kommunikatorpreises 2015 begrüßen zu dürfen. Und wie Herr Finetti mir versichert, ist es schon viel kühler, als es um 16 Uhr in diesem Raum noch war. Dem werden wir abzuhelfen wissen. Das kann ich Ihnen versprechen. Es wird heiße Programmpunkte gehören. Meiner ist noch der unterkühlteste. Ich begrüße Sie also ganz herzlich zur inzwischen 16. Verleihung dieses Preises. Eine Verleihung, die wir nun zum 5. Mal im Rahmen der Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausrichten. Und dass das so ist, dass diese Preisverleihung Teil ist der, darf man schon sagen, wichtigsten und in mancher Hinsicht nicht ganz unbedeutenden Versammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Laufe eines Jahres, das hat der Verleihung des Kommunikatorpreises und das hat dem Preis selbst und seinen Preisträgern noch mehr Aufmerksamkeit eingetragen, als sie bereits hatten. Mehr Aufmerksamkeit einerseits unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen unserer Jahresversammlung. Und das sind die Repräsentanten aus allen Teilen der Wissenschaft, aus dem Wissenschaftssystem, auch aus der Wissenschaftspolitik. Und zwar, wie wir nicht nur unterstellen, sondern aus entsprechenden Bekundungen tatsächlich auch zu wissen, meinen mehr Aufmerksamkeit nicht nur, weil die Mitglieder, die Gremienmitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Teilnahme an der Kommunikatorpreisverleihung gewissermaßen verdammt wären, weil ihnen nämlich zwischen Hauptausschuss und Mitgliederversammlung nichts Gescheites mehr eingefallen ist, sondern mehr Aufmerksamkeit auch an den jeweiligen Orten unserer Jahresversammlung und in der jeweiligen lokalen Öffentlichkeit. So auch hier in Bochum. Und diese zusätzliche Aufmerksamkeit für den Kommunikatorpreis und für dessen Verleihung, die freut die DFG und die freut ihren Präsidenten auch. Denn mit diesem Preis verbinden wir Absichten. Wir wollen mit dem Preis zusammen mit dem Stifterverband werben für etwas, was aller Aufmerksamkeit wert ist, nämlich für den Dialog der Wissenschaft mit den Medien und mit der Öffentlichkeit. Diesen Dialog fühlt die DFG sich in vielfacher Weise verpflichtet. Er gehört zu dem, was die im vergangenen Jahr novellierte Satzung der DFG nun gleich im ersten Paragraphen als eine ihrer Hauptaufgaben neben der Förderung bester Forschung beschreibt, nämlich die Pflege der Verbindungen der Forschung zur Gesellschaft. Diesen Dialog, der damit angesprochen ist, den versuchen wir in vielfacher Weise zu befördern, vor allem natürlich mit den zahlreichen Aktivitäten in unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und unter anderem, ich kann es mir nicht verkneifen, das jetzt, gerade jetzt, nicht nur hier, sondern jetzt zu sagen, unter anderem mit der ersten App der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie sehen, dass dieser alteuropäische Verein zuweilen an der vordersten Front der Social-Media-Debatte sich bewegt, nicht so häufig, selbstverständlich, darauf werden wir zu achten wissen, aber manchmal eben doch. Wir haben also heute eine App freigeschaltet zu dieser Jahresversammlung, eine App, einem interaktiven Kompendium zur Infektionsforschung mit dem Titel Mensch-Mikrobe. Das geht auf eine Ausstellung zurück, die man nun mit dieser App immer auch geupdateten App weiter verfolgen kann. Wir befördern diesen Dialog mit der Gesellschaft und ihrer Öffentlichkeit nicht allein aus Gründen der Rechenschaft, der Rechenschaftslegungspflichten, die eine öffentlich geförderte Einrichtung gegenüber ihren Zuwendungsgebern und letztlich gegenüber der Gesellschaft hat, obwohl das ein ernsthafter und legitimer Grund ist, sondern wir befördern diesen Dialog mit Gesellschaft und Öffentlichkeit mindestens ebenso, um auch auf diese Weise den Erkenntnisreichtum und die Erkenntnisreichweite von Wissenschaft und Forschung, zumal von bester und freier erkenntnisgeleiteter Forschung, deutlich zu machen. Und der Kommunikatorpreis tut das auf eine besondere Weise, denn mit ihm kommuniziert eben nicht die DFG selbst über ausgezeichnete Wissenschaft. Mit ihm zeichnet
die DFG zusammen mit dem Stifterverband ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die selbst über die Inhalte und Ergebnisse ihrer Forschungen ausgezeichnet in den Medien und in der Öffentlichkeit kommunizieren. Es geht nicht um die Kommunikation der DFG über die Wissenschaft, es geht nicht um die Kommunikation der professionellen Wissenschaftskommunikatoren über die Wissenschaft, die ja nun mindestens bereits einen zweiten Sommer lang Thema intensiver Diskussion in den einschlägigen Kreisen ist. Es geht um die Kommunikation der Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler über diese Wissenschaft. Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die der Auszeichnung wert sind, weil sie besonders kreativ, besonders originell, besonders wirksam Wissenschaft öffentlich kommunizieren. Und mit der Preisverleihung wollen wir unterstreichen, dass diese Kommunikation der Wissenschaft selbst einen sehr wichtigen Stellenwert in unserer Öffentlichkeit haben muss und in der Arbeit der Wissenschaft und ihrer Organisationen auch. Having said that, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wäre jedenfalls aus meiner Sicht, wenn Sie so wollen, für den programmatischen Teil, der wie jeder Begrüßung auch dieser irgendwie innewohnen muss, glaube ich, dann wäre für den programmatischen Teil dieser Begrüßung mehr oder weniger alles gesagt. Jedenfalls dann, wenn Sie mit mir darin übereinstimmen, dass für eine Veranstaltung wie diese und für eine Organisation, die den Kommunikatorpreis verleiht, nichts unkommunikativer ist als eine zu lange und zu programmatische und zu unkommunikative Begrüßung. Und dass die weitere Bekundung programmatischer Ansprüche schon deshalb hier nicht opportun ist und auch nicht notwendig, weil es nicht auf die Bekundung, sondern auf die Erfüllung programmatischer Ansprüche ankommt. Und die Erfüllung, die erweist sich weit eher im Tun der ausgezeichneten Kommunikatorpreisträger als im Reden von Präsidenten. Wenn Sie also damit einverstanden sind, dann könnte und würde ich tatsächlich den programmatischen Teil beschließen und das tun, weswegen ich hier auf dem Podium stehe, Sie nämlich alle sehr herzlich zu begrüßen. Und es ist mir eine besondere Freude und eine herzliche Gratulation, dass ich Sie, lieber Herr Czernicko, als unseren diesjährigen Preisträger hier im Bergbaumuseum begrüßen darf. Ebenso herzlich begrüße ich, lieber Herr Grünewald, Sie als Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen und der Frau Ministerpräsidentin, Sie, sehr geehrter Herr Kollege Brüggerhoff, als den Direktor des Deutschen Bergbaumuseums, dem wir sehr dafür danken, dass wir in diesen schönen Räumlichkeiten und auf der Terrasse heute Abend zu Gast sein dürfen. Sie, Magnifizenz, als den Rektor der Universität, deren Gäste wir gestern waren, heute waren und morgen sein werden, deren heitere und wohlempfangen sich fühlende Gäste wir sind. Und ebenso herzlich möchte ich begrüßen die Mitglieder des Präsidiums, des Senats, des Hauptausschusses der DFG, die für diese Preisverleihung vielleicht ebenso wie für den Präsidenten und die Generalsekretärin diese Preisverleihung der kontrapunktische, entspannte Ausklang eines langen Sitzungstags ist. Ich begrüße herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedseinrichtung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sich heute Abend vielleicht ein wenig schon einstimmen auf die Mitgliederversammlung morgen. Ich begrüße herzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle und die Jury für den Kommunikatorpreis, deren Vorsitzender der Vizepräsident Frank Allgöwer uns den diesjährigen Kommunikatorpreis gleich vorstellen wird. Sie werden sehen, viel langsamer redend als ich. Und ich begrüße sehr herzlich aus der Reihe dieser Jury die heute Abend anwesenden Andreas Archut, Uli Blumenthal, Nicola Kurt, Martin Schneider und Holger Wormer, die jedes Jahr das Vergnügen und die Verantwortung haben, würdige Preisträger auszuwählen, so wie die ebenfalls zu begrüßenden früheren Kommunikatorpreisträger Hans Hatt, Metin Tolan und Günther Ziegler. So, dann könnte ich, wenn Sie die Prämisse dieser Begrüßung teilen, dass der programmatische Teil schon zu Ende sein darf,
Dann könnte ich allen herzlich danken, die zur diesjährigen Preisrunde und zur Vorbereitung und zum hoffentlichen Gelingen unseres Festes das Ihrige und Wichtige beigetragen haben. Allen voran Jutta Höhn aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DFG und Hilke Stamatiadis-Schmidt für die Vorauswahl der Bewerbungen, Michael Bleienberg für das Preisträger-Hologramm und Michael Ringelsieb für den Film über den Preisträger, den wir gleich sehen werden. Und schließlich könnte und würde ich, die Konditionen immer noch unterstellt, Sie, lieber Herr Barner, ganz herzlich begrüßen, den Präsidenten des Stifterverbands und Ihnen sehr und ausdrücklich und in aller Form danken für das große persönliche Engagement für die Wissenschaft im Stifterverband, im Präsidium der DFG und für den Kommunikatorpreis und ebenso herzlich für das große ideelle und finanzielle Engagement des Stifterverbands für dieses beides. Wegen dessen ist uns mir eine besondere Freude und auch Ehre ist, auch in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam den Kommunikatorpreis überreichen zu dürfen. Und Ihnen würde ich nun gerne das Wort übergeben und Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre heitere Aufmerksamkeit danken und einen schönen, heiteren und erkenntnisreichen Abend wünschen. Des Filibusterns ist vorerst ein Ende, denn jetzt wird geredet.